Ich möchte Vollzeit-Streamerin werden. Oder zumindest möchte ich versuchen, damit etwas Geld zu verdienen, denn zocken und davon leben zu können, das klingt für mich schon nach einem echten Traum. Und in ein paar Tagen möchte ich auch schon mit meinem allerersten Stream starten, aber ich habe noch überhaupt nichts, also keine Technik und auch nichts vorbereitet. Und genau das ändern wir jetzt und schauen nach Equipment. Mein Budget liegt jetzt bei 300 Euro. Und ich habe mir natürlich schon eine Liste gemacht mit Dingen, die ich auf jeden Fall kaufen möchte. Und darauf sind einmal eine Kamera, ein Mikrofon, eine Maus, eine Tastatur und ein Headset. Am wichtigsten ist mir bei der Kamera, dass sie hochauflösend ist. Hier gibt es ganz viele verschiedene Modelle zwischen 60 und 170 Euro und ich habe jetzt eins genommen, das 67,99 € kostet, also noch in dem unteren Preisbereich. Bei den Mikrofonen ist es eigentlich auch ähnlich, da sind es ein bisschen weniger, zwischen 50 und 100 Euro. Was mir da aber wichtig ist, ist, dass es einen USB-Anschluss hat, weil wenn es das nicht hat, dann brauche ich ein Audio-Interface. Ich habe mich jetzt entschieden für ein Mikrofon und das kostet 97,99 €. Damit sind wir jetzt bei 170 Euro insgesamt. Jetzt fehlen nur noch Tastatur, Maus und Headset. Deshalb habe ich mir jetzt eine Maus für 40 Euro, eine Tastatur für 20 und auch ein Headset für 20 Euro ausgesucht und dann sind wir insgesamt bei 250 Euro. Wie viel hat euer Gaming-Setup gekostet? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Leute, die Sachen sind angekommen und heute ist ja auch schon der allererste Stream. Das heißt, es wird ausgepackt, angeschlossen und gehofft, dass alles funktioniert. Tada! Hört ihr das? Das ist ein guter Tastensound. I like. Wow, okay. Boah, das ist richtig schwer. Meine Güte. Boah, Leute, das ist tatsächlich ziemlich nice. Ich habe ja schon mal gestreamt. Damals hatte ich auch eine Webcam, die sehr, sehr günstig war. Ich habe die damals halt in meinem Schreibtisch, der hatte kleine Regale. Ich habe die Kamera einfach da reingelegt und das war also wirklich, mein Setup war damals nicht gut. Das hier ist schon ein Step up. Auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich vor 5 Jahren schon mal angefangen zu streamen und das auch 2 Jahre durchgezogen. Das klingt jetzt erstmal verhältnismäßig viel, aber ich habe damals auch nicht täglich, sondern nur wöchentlich gestreamt und das wurde über die Zeit auch immer weniger und auch weniger regelmäßig. Lasst doch gerne mal ein Like da, wenn ihr auch schon mal gestreamt habt. Im Grunde genommen gibt es 2 Arten von Streams. Einmal die Pro-Gamer-Streams, also das, was wir letzte Woche von Power of Evil gesehen haben, und die Entertainment-Streams, also Streams, in denen sich hauptsächlich um die Unterhaltung dreht. Für die Unterhaltungsstreams ist es dementsprechend auch wichtig, dass man ein bisschen Moderationsskills mitbringt und auch vielleicht ein wenig Humor, denn die Leute schauen logischerweise nur zu, wenn der Stream auch Spaß macht. Also die Sachen sehen alle ziemlich gut aus und fühlen sich auch ziemlich gut an, aber es geht natürlich nicht nur darum, dass die Sachen gut aussehen, sondern dass sie auch gut funktionieren. Deswegen probieren wir das jetzt einmal gemeinsam aus und schließen die Sachen an. Okay, cool. Die hat tatsächlich auch Licht. Das ist doch schick. Ah ja, ich wollte gerade zur Maus greifen. Die sollte ich vielleicht auch anschließen. So, damit haben wir Tastatur und Maus angeschlossen. Also ich finde, die Maus ist super. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das Headset ist. Denn mit schlechter Soundqualität zu spielen ist auch nicht immer so geil. Wir haben Ton. Wir haben Ton. Ich bin überrascht. 20 Euro Kopfhörer und der Ton ist nicht schlecht. Also ich bin mir nicht sicher, das sieht so aus, als müssten sie eigentlich leuchten. Ich habe das Gefühl, diese Panels hier sollten eigentlich leuchten. Das USB-Kabel in meinem PC und dann ja, hahaha. Ha, ha. Hier hatte jemand recht. Das sieht man überhaupt nicht. Doch, doch, man sieht's. Seht ihr's? Da. Jetzt will ich einmal ganz kurz hören, wie sich das Mikrofon denn anhört, weil das ist natürlich besonders wichtig. Hallo, mein Name ist Lini und ich mache eine Voice-Aufnahme. Hallo, mein Name ist Lini und ich mache eine Voice-Aufnahme. Was war das? Vielleicht liegt es daran, wo ich das USB-Kabel reingepackt habe. Oder ich muss doch noch einen Treiber installieren und weiß es nicht. Hallo, mein Name ist Blini und ich mache eine Voice-Aufnahme. Hallo, mein Name ist Blini. Nein! Warum? Okay, das ist ein Problem. Ich werde ganz kurz herausfinden, ob man noch einen Treiber braucht. Aber die Tastatur klingt mega. Also ich finde, ich muss nur sagen, die klingt ziemlich gut. Update, nämlich. Hier, guck mal. Technical Blini wieder hier am Start. Ich weiß nämlich genau, was ich tue. Gleich das Spiel nochmal. Ich mache eine Aufnahme. Oder auch nicht. Hallo? Okay. Hallo? Ich habe irgendwas... Leute, das kann nicht wahr sein. Habe ich wieder irgendwas falsch gemacht? Ich habe wieder irgendwas falsch gemacht. Ich fühle mich gerade richtig wie so ein Technik-Noob. Ich habe sonst nicht solche Probleme. Wirklich, ich verspreche es. Ich weiß nämlich genau, was ich tue. Ja, das ist toll, dass ich jetzt 2 Dateien habe, die keinen Sound haben. Kannst du mir erklären, warum? Warum gibt es Probleme? Vielleicht muss ich den Computer neu starten. Ah, oh, das kann doch nicht sein. Was habe ich jetzt gemacht, dass es kaputt gegangen ist? Es lief auch einfach geradezu gut. Wisst ihr, was ich gedacht habe? Ich hatte gedacht, dass das mit der Kamera lange dauert. Kann aber auch am Benutzer liegen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nämlich genau, was ich tue. Sieht richtig aus? Okay. Der Moment der Momente. Warum? Was habe ich getan? Was ist in den letzten 20 Minuten passiert? Und wahrscheinlich sitzen jetzt Leute zu Hause, die sagen, ja, das ist doch super easy zu fixen. Aber ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Ich glaube, das Programm stürzt gerade ab. Oder auch nicht. Hat es einfach aufgehört zu... Was tue ich? Was habe ich getan? Kann es mir nicht erklären. Ich habe im Internet nachgeschaut. Und anscheinend ist es ein Problem, das häufiger vorkommt. Und ich habe jetzt das Kabel gewechselt und in einen anderen Stecker reingesteckt. Und das Problem scheint
behoben zu sein. Boah, das hat echt lange gedauert. Krass. Wir machen jetzt die Kamera. Um jetzt jegliche Probleme zu umgehen, werde ich einmal die Anleitung lesen. Ich weiß nämlich genau, was ich tue. Das ist alles, was drinsteht? Das ist alles, was drinsteht. Ich hoffe einfach, dass es ready to go ist. Yo! Okay, geil. Jetzt haben wir die ganze Hardware aufgebaut. Ich habe mich dazu entschieden, über Twitch zu streamen. Habe ich damals auch schon benutzt, deswegen kenne ich mich damit ein bisschen besser aus. Aber es gibt natürlich auch noch einige Alternativen. Also zum Beispiel Kick ist noch eine Plattform oder YouTube Gaming. Zuallererst müssen wir uns natürlich bei Twitch registrieren. Das heißt, falls ihr noch keinen Account habt. Und ich möchte mir natürlich einen neuen Account erstellen, weil ich ohne Follower starten möchte. Yeah, okay. Und das ist unser Kanal. Cool. Keine Follower, gar nichts, keine Videos. Es ist endlich alles angeschlossen, alles funktioniert. Ich mache mich jetzt noch fertig, ich ziehe mich um. Und dann geht's auch schon los mit dem ersten Stream. Und ich bin schon so, so gespannt, wie es wird. Und ich bin total aufgeregt. Also, wir sehen uns gleich. Das ist jetzt mein finales Setup. Hier vorne sehen wir einmal meine Streaming-Software. Und hier habe ich einmal von Twitch selber das Creator-Dashboard. Da sehe ich genau, wie lange ich schon streame, wie viele Zuschauer ich habe, wie viele Follower. Das ist ganz gut, um einen Überblick zu behalten. Und ich sehe hier auch den Chat. Ich rate auch immer dazu, einen zweiten Bildschirm zu haben, weil auf dem ersten, wenn ich das spiele, dann sehe ich logischerweise nur das Spiel. So kann ich eben auf sowohl den Chat als auch auf das Spiel achten. Ich werde jetzt einige Tage hintereinander regelmäßig streamen und schauen, was passiert. Also, ob mir Leute zuschauen, ob sie mir folgen, ob sie mit mir interagieren. Mein großes Ziel dabei ist es, Twitch-Affiliate zu werden. Als StreamerIn in diesem Affiliate-Programm hat man einige Vorteile und Tools, zum Beispiel die Möglichkeit für Werbeeinnahmen oder ein Story-Tool, aber auch andere Möglichkeiten, mit der Community zu interagieren und eine Community aufzubauen. Das ist für mein Experiment auch gar nicht so unwichtig, denn erst wenn ich ein Affiliate bin, kann ich damit eben auch meine Inhalte monetarisieren. Und ich möchte, wie gesagt, mit dem Stream auch Geld verdienen und das geht eben nur dann. In das Affiliate-Programm reinzukommen, klingt auch erstmal gar nicht so kompliziert. Man braucht 50 Follower, 8 Stunden muss man gestreamt haben und das an 7 verschiedenen Tagen und man braucht im Durchschnitt 3 ZuschauerInnen. Aber wie schwer oder einfach das wirklich ist, das finden wir heute gemeinsam schon heraus. Ich glaube, es ist schon nochmal eine Überwindung, ganz alleine zu streamen, ohne jemanden da zu haben, mit dem man redet. Man redet ja am Ende eigentlich nur mit sich selber. Das ist für mich schon noch eine Überwindungssache. Ich spiele heute The Operator. Das ist ein Mystery-Rätselspiel. Eins, wo ich mich nicht ganz so sehr auf das Spiel konzentrieren muss und auch mehr auf den Chat achten kann, sodass ich das beides ganz gut verbinden kann. Hier ist meine Kamera. Ich habe schon die Kopfhörer bereit. Das Mikrofon stelle ich gleich ein bisschen näher an mich ran. Okay. Jetzt, ja, ich bin schon aufgeregt. Das ist echt schlimm. Dabei, ich weiß ja, dass da nicht direkt jemand sein wird. Aber trotzdem, die Aufregung ist schon da. Was sage ich überhaupt gleich? Okay, gut. Also. Wir gehen auf den Startbildschirm. Man hört mich nicht, das ist gut. Das darf ich gleich nicht vergessen, dass ich mein Mikrofon wieder anstelle. Wir machen das jetzt. Ich fange jetzt an. So. Stream läuft. Okay, jetzt kann ich noch ein bisschen entspannen. Mir überlegen, wie ich das anfange. Wait, what? Nein, aber das bin doch ich, oder? Hier steht ein Zuschauer, aber das bin doch ich, oder? Irgendwo konnte ich doch sehen, wer zuschaut. Okay, Entwarnung. Ich bin nur ich. Okay, es ist halb. Es ist halb. Seid ihr ready? Ich bin nicht ready, aber ich werde es jetzt einfach machen. Hallihallo, Hallöchen. Ich bin es, Blini. Ich bin sehr gespannt, wie es wird und ich bin alleine. Aber ich meine, es sieht so aus, als hätte ich einen Zuschauer und das gibt mir das Gefühl, dass ich nicht ganz alleine bin. Es hat geklappt. Es hat alles geklappt. Oh, der erste Stream ist vorbei. Es ist richtig gut gelaufen. Also ich bin wirklich überrascht. Ich hatte damit gerechnet, dass ich irgendwie 2 Stunden alleine da sitze und mit mir selber reden muss. Aber tatsächlich ist relativ schnell jemand in meinen Chat reingekommen und hat mit mir auch interagiert und auch richtig viel und auch ist bis zum Ende geblieben. Es ist jemand gefolgt, ja. Helltags007 ist mir gefolgt. Ich bin wirklich unheimlich verwirrt. Also, falls du einen Tipp hast... Und das freut mich total, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass das beim ersten Stream direkt so auch irgendwie ein Erfolg für mich war. Also ich glaube, die höchste Zahl an Zuschauern waren irgendwie 5. Ich finde, 5 Zuschauer gleichzeitig ist auf jeden Fall für den allerersten Stream ohne irgendeine Ankündigung. Ich habe niemandem Bescheid gesagt. Total gut. Ich habe jetzt tatsächlich schon nach dem ersten Stream 2 Follower und unheimlich viel Chat-Interaktion. Also man sieht es hier auch nochmal mit zwar nur einer Person, aber wenigstens habe ich halt die Möglichkeit gehabt, auch mit jemandem zu reden. Ich freue mich jetzt umso mehr auf den nächsten Stream. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr gute Woche oder anderthalb Wochen, die ich jetzt am Stück mal streamen möchte. Das heißt, morgen geht's weiter. Bis auf ein paar Startschwierigkeiten mit dem Mikro lief beim Setup ja eigentlich alles ziemlich gut. Auch mit dem Budget sind wir locker hingekommen und der erste Stream war schon mal ein mega Start. Aber natürlich ist es noch ein langer Weg bis zum Affiliate-Status. Wie es in den nächsten Streams weitergeht und ob wir es wirklich schaffen, Affiliate zu werden, das erfahrt ihr im nächsten Video. Also, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert jetzt den Kanal und wir sehen uns nächste Woche. Bye!